Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal der Blaulicht- und Oldtimer-Freunde Märkisch-Oderland mit Sitz in Eckersdorf bei Strausberg. Ja, wie ihr seht, ich habe mal wieder was mitgebracht. Was heißt mitgebracht? Irgendwas hat uns geritten. Im Januar dieses Jahres haben wir günstig angeboten gekriegt. Unverbastelt. Eine Schwalbe Typ KR51-1, Baujahr 1970. Ja, das gute Teil, wenn zwar auch unverbastelt und alles, aber total, ja, im desolaten Zustand. Ja, unter anderem die gesamten Karosserieteile hatte irgendeiner liebe Langeweile gehabt, hat einen Pinsel genommen, ein top hellblaue Farbe, hat das ganze Ding angepinselt. Ja, wir haben uns die Aufgabe gestellt, das Moped möglichst im Originalzustand zu restaurieren. Ich hoffe, es ist uns auch soweit gelungen. Ja, wir blenden hinterher mal ein paar Bilder ein. Ja, wie wir die praktisch abgeholt haben und wie sie dann hier gestanden hat, wie wir sie auseinandergenommen haben, wie wir sie dann angefangen haben, wieder zu montieren. Zu ihm, alles selber konnten wir nicht machen. Ja, wäre auch ein bisschen zu viel des Juden gewesen, so unter anderem den Motor, ja, der wurde in Vriezen komplett auseinandergenommen, wurde instand gesetzt, heute sagt man revidiert, Quatsch, instand gesetzt, ja, war doch ein bisschen mehr gewesen, wie wir eigentlich erwartet hatten, also nicht bloß die Kickstarterwelle war defekt gewesen, nee, auch die Feder da drin, der Pleuel musste gewechselt werden und. Ja, wir haben auch einen anderen Kolben drin jetzt, hat den Vorteil, so wie sie gewesen wäre, im Originalzustand, hätten wir praktisch einen Kraftstoff, Luft, oder einen Kraftstoffgemisch von 1 zu 33 gefahren. Jetzt, dank der neuen, des neuen Pleuels und des neuen Kolbens, können wir jetzt 1 zu 50 fahren. Also anmischen. Ja, gibt ja keine Mischzapfsäulen mehr. Die letzte, die mir noch bekannt ist in Gosen, die hat mittlerweile auch zu. Ja, wie gesagt, war eine Menge Arbeit gewesen. Ja, muss das immer wieder sagen. Wir haben es für relativ schmale Geld gekriegt. Aber ich will jetzt nicht sagen, was wir jetzt an Geld hier drin gesteckt haben. Hinzu kommt noch, ja, wie sagt man mal so schön, man, das ist auch mal so ein allgemeiner Tipp, ist das von uns, man soll unbedingt die Beschreibung der Artikel, die man beabsichtigt zu kaufen, genau durchlesen, ja, eventuell mit Altteilen vergleichen, man soll sich auch die Bilder genau ansehen, ja, und ja, und dann vom Prinzip her selbst einschätzen, ob man kauft oder nicht. Wir haben die erste Zeit den Fehler gemacht, wir haben bloß gekickt, oh, das ist hier Aluminiumgriffe, Kupplung, Bremse, die alten waren nicht mehr zu retten gewesen. Ja, einfach gekickt online, oh, Aluminiumgriffe, alte Ausführung, Original DDR, ja, dann kamen die Dinger hier an, da war das Vollprofil, ja, haben an unsere alten Griffstücke vom Prinzip her nicht mehr rangepasst, oder? Haben überhaupt nicht gepasst, also wieder neu bestellt. Ja, oh, mit Bauernzüge sollte man auch vorher kicken. Ja, alleine zum Beispiel für den Startvergaser der Bauernzug gibt es drei verschiedene Längen: 820 mm, 700 mm, ja, und ich glaube 620 oder 650 mm. Wir haben sie alle mal ausprobiert. Der 820 hat super reingepasst hier. Allerdings hat er hier so einen riesen Bogen gemacht, dass wir überlegt haben, ja, wie kriegt man dann den Tunnel hier rauf, der übrigens noch fehlt, der ist noch in Arbeit. Ja, in Arbeit deswegen, wir sind gerade dabei, ja, uns entsprechendes Werkzeug zu basteln, damit wir diese Halbrundkopfnieten, Aluminium 4x6 mm vom Prinzip her in das Ding dort reinkriegen und damit dann auch die Zierbleche aus Aluminium und die dazugehörigen Dämpfungsgummis dann vom Prinzip her befestigen können. Das ist eigentlich so die letzte Aufgabe. Ja,
Was haben wir noch gemacht? Eigentlich vom Prinzip her, man kann so sagen, ein komplett Neuaufbau. Teile, wo wir gedacht haben, naja, die kann man doch mal verwenden, haben uns extra hier so ein Ultraschallbad geholt mit entsprechender Reinigung und alles. Haben dann verschiedene Schrauben und so weiter da reingeschmissen, wunderschöne Sache. Ja, haben die dann rausgeholt, entweder sie waren noch komplett dreckig gewesen, obwohl wir sie mit Bremsenreiniger und so was vorbehandelt hatten. Ja, oder wir haben sie rausgeholt, da wo vorher noch ein bisschen Chrom drauf gewesen ist, war dann der Chrom auch runter gewesen, beziehungsweise auch die Eloxierung und so weiter und so fort. Also mussten wir dann den sauren Apfel beißen und verschiedene neue Schräubchen, Muttern und so weiter und so fort im Set uns zulegen. Ja, viele Teile, wie gesagt, wir wollten sie eigentlich alle retten, wie ihr Gepäckträger zum Beispiel. Das ging nicht. Ja, der war schon durchgerostet gewesen. Der Tank war durchgerostet gewesen. Das haben wir aber jetzt mitgekriegt, nachdem wir das ganze Ding haben Sand strahlen lassen. Und ja, wollten ihn dann von drinnen praktisch reingehen, damit der Rost rauskommt. Das geht mit Zitronensäure geht das zum Beispiel sehr gut. Und ja, nachdem wir das dann eingefüllt hatten, rieselte uns das unten alles raus, weil ganz kleine, feine Rostfraßlöcher da drinnen gewesen sind. Ja, so viel dazu. Ja, wie gesagt, noch ganz kurz was zur Farbe. Diese etwas zu hell erscheinende Blau hat seine Ursache. Ich sagte ja, Baujahr 1970, das ganze Moped, oder ein Kleinkraftrad, wie man dazu sagen will. Hier gab es eine Besonderheit, die etwas dunkleren KR 51 wurden erst so ab 1972, 73 in dem Atlantikblau ja, lackiert. Hiervon, von diesem Blau, und da haben wir wirklich recherchiert mal bei MZA und verschiedenen anderen Webseiten und so weiter und so fort. Wir mussten uns die Farbe anmischen lassen. Also die gibt's laut RAL, gibt's die so nicht. Einer würde jetzt sagen, ja, das ist natürlich himmelblau oder... Ja, wie gesagt, wir haben uns die anmischen lassen, haben uns auch aus Magdeburg von der dortigen Universität die entsprechende TGL besorgt, ja, um dann diese Farbe original anzumischen. Das gleiche übrigens auch für den Rahmen. Der ist nicht lichtgrau, sondern der ist lichtgrau mit einem kleinen Schuss grün drin. Hat auch eine bestimmte TGL-Bezeichnung, muss ich jetzt nachkriegen. Ja, ja, wie gesagt, das haben wir alle gemacht. Ja, Moped ist zugelassen. Hat also nach § 4 Absatz 5 FZV, also der Fahrzeugzulassungsverordnung, eine Einzelabnahme. Ja, das Gute war gewesen, als wir sie gekriegt haben, hatte die schon ein sogenanntes DEKRA-Gutachten gehabt. Ja, und das Straßenverkehrsamt hier in Strausberg hat da auch absolut keine Probleme gehabt. Die haben alles für in Ordnung befunden und zack, nach geschätzte 10 Minuten hatten wir unsere Betriebserlaubnis. Ja, Versicherung haben wir auch. Ja, ganz normale Versicherungskennzeichen für das Jahr 2024. Gültig also praktisch bis zum 28. Februar 2025. Ja, gleichzeitig haben wir auch, müsste man mal überlegen, ob das auch bei Sinn macht oder sonst irgendwas, für uns macht das erstmal Sinn. Und zwar, wir haben noch eine Teilkasko dazu. Gut, mit 150 Euro Selbstbeteiligung, ist klar. Aber unser Schwäbchen ist wenigstens gesichert oder versichert gegen Diebstahl, Einwirkung von irgendwelchen Naturereignissen wie Stürme, dazu zählen dann auch herabfallende Äste und so weiter und so fort. Ja, gute, schöne, dufte Sache, gibt es übrigens bei der Allianz. Ist jetzt keine Werbung. Ja, muss ich dazu sagen, aber ich bin eigentlich mit der Versicherung sehr zufrieden. Auch was Schadensregulierung und so weiter betrifft. Gut, das war jetzt erstmal im Großen und Ganzen. Ich würde vorschlagen, jetzt gucken wir uns mal ein paar Bildchen an. Ja, wie ist sie hierher gekommen, die Schwalbe in welchem Zustand, was haben wir alles gemacht und so weiter und so fort. Und ja. Thank you.
konnte es wieder nicht abwarten. Es geht. So. Leerlauf funktioniert. Ich habe das jetzt nur provisorisch hier mal angeknippert. Ne? So, da ist die Hupe. Ja, und wenn ich jetzt hier auf den Hupenknopf drücke, dann. Ja, unser Projekt Schwalbe, so langsam nähert sich das dem Ende. Ja, jetzt haben wir uns aber drücklich verguckt. Ich hoffe, dass morgen neue dabei ist. In der Post bestellt haben wir das. Ja, es hat abgebrochen. Koffer hat gestern vom Lacker geholt. Schon zusammengebaut. Hier kommt natürlich noch der Bügel. Hier hinten liegt er. Ja, ich muss ja morgen sowieso nochmal einen Koffer abnehmen. Und dann kommt hier der Bügel. Wir wollten eigentlich hier für einen Anhänger was hinmachen. Aber das Ding müssen wir erstmal richten. Der ist nämlich schief, haben wir gerade festgestellt. Ja, die Kniebleche geholt oder Kniebleche geholt. Ja, so halbwegs hier yeah. Schwalbe dran. Ist auch nur ein bisschen nachhimmeln. Aber hier die Originalschrauben natürlich neu. Ja, Kotflügel. Ja, haben wir schon dummerweise einen kleinen Kratzer drin. Ne? Wo ist er? Hier. Da ist der kleine Kratzer. Nochmal ein bisschen auspolieren. Ja, ansonsten wunderschön. Da die ganze Beine. Ja, ich könnte mich immer wieder begeistern hier. Blinkt, blinkt nicht, blinkt, blinkt nicht. Ja, kaputt. Ja, Parkleuchte funktioniert. Ja, ich schmeiße jetzt nicht an. Leerlauf, Kontrollleuchte funktioniert. Ja, und natürlich, was das Schönste ist, das Beste. Ja, ja, ansonsten, wie gesagt, fast Originalprofil. Ja, sieht jetzt natürlich noch ganz neu aus, weil die alten Felgen, da steht sie, die konnten wir nicht mehr nehmen. Aber wir hauen sie nicht weg. Wir bauen die irgendwann wieder auf. Ja, wie gesagt, da kommt alles morgen wieder ab hier, Fußraste und so weiter und so fort. Dann machen wir da drücklich hinten rein. Versicherungskennzeichen haben wir auch schon. Ja, sogar Metallkasko bei der Allianz. Ich will ja keine Werbung machen, aber so muss das. Ja, und so sieht das auf der anderen Seite aus. Ich glaube, ist uns gut gelungen. Ja, hier kommt noch der Tunnel drauf. Da müssen wir bloß noch die Gummis und die Zierleisten irgendwie festnehmen. Und dann passt das. Ja, ich würde sagen, ein schönes Stück in Ergänzung hier zum Polizeiradach. Jo, Heiko, ich habe das gute Timer hier so ein bisschen auseinandergetübelt. Also die Schrauben, die waren ja nicht auch sparen können. Die hätten sie bloß drinstecken brauchen, ne? Also was ist das hier nochmal? Und wie kuppelt das auch gar nicht? So, das ist der Anschlag. Und hier hinten ist auch ein Anschlag. Da geht er nicht weiter. Das ist doch nicht normal, oder? Oder? Was sagst du? Klaus, jetzt mal, perfüllen, ne? Damit du das mal so siehst. Also wenn du jetzt so guckst, ne? Da siehst du schon, dass hier der steht nach außen. Von dem hat er wahrscheinlich das Maß genommen. Und der steht zu weit in. Ja, und wenn du jetzt die Schwinge praktisch hoch machst, guck, da schlägt sie an. Ja? Und die müsste jetzt praktisch nach außen. So, du ist das Problem. Du hast hier diese Versteifung drin. Hier oben und unten auch. Ja. Dann ist das hier praktisch von außen geschweißt und einmal von innen. Ja. Das sieht natürlich auch ein bisschen tricky aus, aber na gut. So, jetzt könnte man eigentlich vorne machen. Das hier auftrennen. Das ganze Teil nach vorne drücken. Irgendwie eine Füllnaht hier drin, ja, dann wäre der Check. Oder andere, das auf, die Beine auf, das ganze Ding ein Stück nach vorne und wieder fest geschweißt. Ja, nur damit du mal siehst. Aber ansonsten, nee, guck mal, Tank habe ich schon dran, Kosten habe ich schon dran, jo, vorne die Träge, hier die Lenker für. Das ist auch schon dran, ne? Jo. Schick. Schicki, schicki, schicki. Jo. Viel geschafft heute. Auspuff ist dran. Hinterrad ist drin. Geile Sache. Batterie heute, Rehfelde.
Säure aufgekippt, ist ja trocken vorformatiert. Wunderschön. Und ja, jetzt kommt natürlich der große Test. Musst du den? Der war schon mal so grob montiert. Muss ich nochmal abnehmen. So, Zündschlüssel. Und das erste, was wir sehen, hier sieht man das besser. Das ist die Leerlaufleuchte. So, jetzt müsste ja, wenn ich hier unten auf den Yankhebel drücke, die aus hier. Zack. Und wieder an. Ja, funktioniert. Warum jetzt die olle Parkleuchte nicht geht, muss ich mal umgucken. Aber das Schönste ist ja das. Geht, geht nicht, geht, geht nicht, geht, geht nicht. Also ist irgendwo ein Wackelkontakt drin. Jo. War? Und sie wäre richtig angeschlossen. War? Geiler Mist. So, heute wieder ein bisschen an der Schwalbe gebastelt. Blinkleuchte hatten wir ja gestern. Funktionieren super. Was nicht funktioniert, war hier oben. Hier die sogenannte Parkleuchte. Das ewige Problem ist immer, ja, einige Glühlampen passen vom Sockel nicht in die, ja, sehr, ich sag mal, ich erspare mir jetzt die Worte. Also auf jeden Fall Fassung und praktisch der Sockel von der Lampe passen nicht zusammen. Alles nachgebogen, mit hier eine neue Kerbe drin gefeilt und damit die Lampe auch stabil, sagen wir mal, über Kopfsteinpflaster fährt und jetzt hält sie. So, nächste Verfahren. Hupe geht nicht. Haben wir uns mal hier so Provisorium gebaut. Ganz einfach, kriegt man nur einen Kfz-Handel zu kaufen. So, wichtig, Zündung an. Ja, so. Und wenn wir jetzt hier auf den Hupenknopf drücken, der hier oben ist am Kombischalter, dann müsste die Lampe dort drin leuchten. Und macht sie. Heißt, mit anderen Worten, wir sind nicht so blöd, eine Hupe einzubauen oder dazu verdrahten, sondern die Hupe ist defekt. Jo, das war's. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, dass wir euch nicht allzu doll gelangweilt haben, hier mit unserem Schwälbchen. Achso, und im Fall die Frage kommt, warum wir hier an der Seite diese Anhängersteckdose haben. Ja, wir wollten eigentlich hinten noch die originale Anhängerkupplung ranbauen. Die ist auch gesandstrahlt, ist auch schwarz lackiert, so wie sie mal im Original gewesen ist. Nur leider haben wir festgestellt, als wir das montieren wollten, ja, dass diese so ein bisschen in sich verzogen ist. Da müssen wir mal irgendwie richten. Hat Zeit, frisst kein Brot. Und jetzt haben wir erstmal hinten den Griff hier vom Prinzip her soweit dran. Ja, wie gesagt, kleine Arbeiten sind noch. Verjaser müssen wir noch einstellen. Ja, und dann haben wir wieder ein schönes Fahrzeug, ein erhaltenswertes Fahrzeug hier für unsere Sammlung. Ja, nicht wundern, dass ihr den Lader nicht seht. Der ist zurzeit zur Reparatur. Ja, da hat es die Steuerkette ein bisschen entschärft. Und ja, und wie ihr sagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schönen Dank nochmal an die über 2000 Abonnenten, die wir haben. Ja, Däumchen hoch dafür. Könnt ihr uns natürlich zurückgeben, das Däumchen hoch. Und wir freuen uns auch über Kommentare, versuchen die so weit wie dir zu beantworten. Und ja, wie gesagt, hinterlasst Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst ein Däumchen hoch, wenn es euch auch nicht gefallen hat. Und über ein kostenloses Abo würden wir uns auch freuen. Ja, nicht die Anzahl der Abonnenten macht das, sondern für uns, ich muss das immer wieder sagen, ist das eigentlich ein Beweis, ja, praktisch Dankeschön für die Arbeit hier. Gut, das war die Wiesen, bleibt gesund und munter, bis zum nächsten Mal, eure Blaulicht- und Oldtimer-Freunde Märkisch-Oderland mit Sitz in Eckersdorf bei Strausberg.